dort hinten und warten auf uns. Sollen wir vielleicht unser Haus hier auf dem Berg hinbauen? Ich glaube, ich kletter mal auf den Berg rauf und schaue nach, wie die Landschaft hier so ist. Hier ist noch eine Höhle. Oh Gott. Noch ein paar Kühe. Ich glaube, die Stadt nennt sich Cowville. Die Einwohner sind nur Kühe. Oh Gott. Das sieht ganz schön hier oben aus. Was meint ihr? Oder vielleicht da drüben, hier auf dem Felsvorsprung. Ich schau mal da dort nach. Ach, hier sieht alles so schön aus. Ich glaube, ich packe gleich meine Sachen von dem Sumpfbiom und nehme sie alle mit. Und dann ziehen wir hier komplett um. Das wäre hier auch mal was. Ich habe den Ort gefunden, an dem ich wirklich leben möchte. Der Sumpfbiom, der war ja erschreckend mit den ganzen Slimes und den ganzen Creepern. Hier ist es freundlich und fröhlich. Mit lauter Tieren. Lauter Blümchen. Hier gefällt's mir. Ich glaube, ich baue hier mein Zuhause auf. Und dann haben wir hier einen schönen Blick auf den Dschungel. Und hier haben wir auch ein paar Bäume. Können wir uns jederzeit was holen. Holzmäßig, meine ich. Ja, genau. Hier baue ich mein Zuhause auf. Mein zweites Zuhause. Genau hier an diesem Punkt. Hier baue ich auch ein paar Fackeln hin. Zack, zack, zack. Gut, also zunächst müssen wir Terraforming betreiben. Und zunächst nehme ich noch das ganze Gebüsch hier mit. Mit den Blumen. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit als beim ersten Mal. Wir haben jetzt eine gute Waffe bei uns. Also falls es Nacht wird, können wir uns ja verteidigen. Nicht so wie in der ersten Nacht, wo wir völlig schusslos dort waren. Und schnell eine Kackhütte bauen mussten. So, das kommt hier weg. Ich glaube, ich crafte mir jetzt auch mal eine Schaufel oder... Ich würde sagen, ich mache mir zunächst einen Crafting Table. 1, 2, 3, 4. So, eine Werkbank. Die platzieren wir einfach mal dorthin. Was soll's. Dann nehme ich mal das hier, mach das da dort draus. Verdammt, ich brauch noch ein bisschen Holz. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3. Und dann noch eine Schaufel. Ich möchte das Eisen jetzt nicht verwenden, weil wir das Eisen für Kompass später brauchen, falls wir zurück wollen. Gut, jetzt fange ich mal an mit dem Abbauen. Hier, das Gebüsch kommt weg. Das können wir ja, da können wir ja später noch ein paar Felder anpflanzen, hier nahe des, unserer Siedlung. Was ist denn da hinten eigentlich? Ach, da sind wieder ein paar Büsche, okay. Und die Tiere leisten uns Gesellschaft, hey! Ich werde hier kein Tierchen umbringen. Das schwöre ich jetzt. Ich werde hier kein Tierchen umbringen. Dieser Ort ist so friedlich. Der ist viel zu schön für Gewalt. So. Na, Schweinchen, was geht? Also, weil es total sinnvoll, die Fackeln hier zu platzieren. Okay, ja, sorry, ich muss jetzt, glaube ich, irgendwie wieder was quatschen. Aber mir fällt kein Thema mal wieder ein. Kennt mich ja, ich weiß nie ein Thema in Minecraft. Und es leckt bei mir ein bisschen. Warum leckt es? Warum leckt es auf einmal beim Aufbauen? Das gibt's doch nicht. 3 FPS. Warum leckt es jetzt auf einmal? Vorhin hat es überhaupt nicht geleckt. Okay, mal kurz. Ah, jetzt geht's wieder. Okay. Oh, und meine Schaufel ist im Arsch. Toll. Ich glaube, ich wage mich mal kurz in die Höhle und baue ein bisschen was ab, damit wir ein paar Steine haben. So. Da vorne war ja eine kleine Höhle. Oh Gott, wir dürfen jetzt nicht sterben, sonst finden wir den Ort nie wieder. Wir müssen den Ort jetzt um unser Leben verteidigen. Ich habe eine Idee. Ich schreibe mir mal die Koordinaten von diesem Seed auf. Ich glaube, das mache ich offscreen, dann sehen wir uns gleich wieder.
Okay, ich hab's mir aufgeschrieben. Okay. Ach schön, also ich finde es immer noch sehr bezaubernd hier an diesem Ort. Und hier können wir uns ein paar Steine von der Wand kratzen. Da müssen wir nicht extra in eine Höhle reinlaufen. Und ist auch sicherer so. Die Musik ist auch wieder ein bisschen laut, Moment. Also, kann auch sein, dass ich die Musik jetzt total leise mache und ihr wieder nichts hört, wie im letzten Part oder in der letzten Aufnahmesession. Ach ja, das ist hier die Höhle, die ich gemeint habe, stimmt. Moment, ich platziere meine Fackel dort. Nein, nicht trinken, sondern das hier. Das scheint eine richtige Höhle zu sein. Ich glaube, hier markiere ich mal den Punkt, damit wir sie wiederfinden. Zack, zack, zack. Ich muss ein bisschen Fackel sparen, Fackeln sparen. Und trotzdem platziere ich hier gerade drei. Naja. Gut, sieht jetzt ein bisschen komisch aus hier mit den Löchern da an der Wand. Ich glaube, hier baue ich eine hin, damit wir das Ganze wieder schließen können. Was ist denn das hier? Sieht aus wie eine Markierung. Es wären wir hier schon mal. Naja. Ja gut, wenn es schon hier ist, nutze ich das auch gleich. So als Markierung. Zack. Gut, Holz sammeln wir später. Wir brauchen jetzt momentan noch kein Holz. Wir haben ja gerade ein bisschen Holz vorrätig. So, ich glaube, 6 Steine müssten für den Anfang reichen. Wir können uns noch weitere holen. Ne, du Kuh. Mu. Gut, ich glaube, ich baue mal die ersten... die ersten Gerüste hin. Zack, zack, zack. Muss ja nicht besonders groß sein. Später werde ich das auf Stein bauen. Also das Holz dient hier jetzt nur noch zur Improvisation. 1, 2, 3. Ich zähle es jetzt nicht ab, einfach mal so aus Gefühl. 1, 2, 3. Nach Gefühl bauen ist auch nicht falsch, ne? Ach, wir haben Hunger. So, gleich haben wir's. Gut, dann fange ich jetzt... Ich dachte, wir haben... Achso, ja, wir haben jetzt die Balken, die haben uns so viel Holz gekostet. Okay, dann muss ich jetzt doch Holz hacken gehen. 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ja gut, jetzt haben wir die Steine wieder verbraten, die wir gerade gesammelt haben. Also macht nichts. Wie gesagt, wir können dann neue Steine sammeln. Gut, ich achte... Okay, ich muss auf die Tageszeit noch Acht geben. Weil dann entwickelt sich... Ja, jetzt habe ich ein Achievement bekommen. Toll. Lalalala. Ich muss... wenn es danach wird, dann wird aus diesem friedlichen Ort die Hölle auf Erden. Da hinten ist noch ein Dschungelbiom. Okay. Das sieht man auch nicht alle Tage. Zwei Dschungelbiome. Fast nebeneinander. War schön cool. Da hinten ist... ein Laubbaumbiom. Hier sind wieder ein paar Kühe. Also hier sind echt so viele Kühe. Ich glaube, die Stadt, die ich jetzt bauen werde, nenne ich Cow Island. Nee. New Cow Island. Keine Ahnung, irgendwas mit Cow. Okay, Tageszeit, ja, es wird bald Nacht. Zeig mir eine Sonnenuhr an. 35 Holzstücke haben wir momentan gesammelt. Ich glaube, ich nehme noch so viel Holz mit, wie ich mitnehmen kann. Und dann, wenn es Nacht wird, verpisse ich mich schnell von dem Wald, weil sonst sehe ich die Viecher nicht, während ich da Holz sammle. Und die Sonne geht langsam unter. Scheiße. Gleich wird aus dem, ach, so schönen Ort die Hölle. Übersät mit Zombies und Monstern und Zombies, Viecher, verdammt, ich kann mich nicht mehr gescheit ausdrücken. Mit Zombies, Skeletten und Creepern. So, das wollte ich sagen. Ach, ein Apfel.
So, und hier sind ein paar Sepplinge. Lalalalalala. Gut, ich hack noch diesen Baum ab und dann verpisse ich mich. So, jetzt ab. Hey, da kommt schon der Mond. Es ist Vollmond. Jetzt müssen wir auf Werwölfe aufpassen. Das wäre auch mal interessant, so Werwölfe. In Minecraft Let's Play müsste man immer auf den Mond achten. Das wäre auch ganz interesting. Gut, hier ist unser Signalfeuer. Dann tue ich das mal umwandeln in Eichenholzbrettern. So, jetzt muss ich sehr schnell bauen. Lalalala. Die Musik hat man doch, glaube ich, schon, oder? Kann sein, ja. Die Musik hat man bestimmt schon gehabt. In dieser Aufnahmesession auf jeden Fall. Und das sind schon die ersten Kameraden. Eins, zwei. Erschreckt mich doch nicht so. Spiderschwein. Spiderschwein. Wäre auch ganz lustig, so Schweine, die Spinnen reiten. Es gibt ja Skelette, die reiten Spinnen, und das wäre ganz witzig, wenn die Schweine Spinnen reiten würden. Könnte man die Spiderschweine nennen. Dann könnten sich die Schweine endlich an die Spieler rächen, die sie immer töten. Gott. Deutsche schwere Sprache. Gut, ich baue jetzt hier mal eine Zigarettenschachtel einfach mal so. Ich habe noch gar keine Schafe gesehen. Nur Kühe. Muss aufpassen. Die verdammten Zombies könnten jederzeit angreifen. Gut, jetzt mache ich einfach von innen aus zu. Ich hoffe, da kommt jetzt keine Spinne rein, das wäre total uncool. So, jetzt sind wir einigermaßen geschützt. Und du musst draußen bleiben, tut mir leid. Das können wir uns von innen noch ein bisschen gemütlich machen. Das Dach wird natürlich noch größer gemacht, das dient jetzt nur zum Schutz, zur Improvisation. Jetzt brauche ich eine... Wo ist unser... Ach verdammt, der ist draußen, der Crafting Table. Okay, dann... Warum habe ich mein Schwert abgelegt? Töricht, töricht. Da ist unser Crafting Table. Toll. Gut, hier sieht es ein bisschen sicher aus. Skelett, kommt her! Ha! Stimmt ja, unser Schwert hat ja die Brandverzauberung. Und es ist noch schärfer. Geil. Tja, jetzt weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Ich suche jetzt noch ein paar Schafen, genau. Oder soll ich Monster jagen gehen? Moment. Erstmal, verdammt, ich hab den... Okay, gut, ich habe ihn... Ah, wir haben Pfeile auf dem Kopf, seht ihr das? Erstmal baue ich mir eine Tür, das ist wahrscheinlich sehr weise, eine Tür zu bauen. So, hier eine kleine Türchen, ein kleines Türchen. Dann noch eine Plattform. Sie sieht total lustig aus. Oh, ich habe einen Pfeil auf dem Kopf, ich bin Kriegsveteran. Und dann noch eine Truhe. Standard eigentlich, das haben wir im ersten Part auch so gemacht. Ungefähr. Verdammt, jetzt habe ich einen Button gemacht. Scheiße. Wollte ich gar nicht. Na gut, dann kommt jetzt das ganze Krempel rein und dann geht man Monster jagen. So, ich habe mir die Koordinaten aufgeschrieben. Falls wir sterben, dann finde ich den Ort wieder. Jetzt heißt's. Die Monster töten! Die uns wieder in Bedrängnis setzen wollen. Wow.
Ich hasse dich, du verdammter Schleicher. Du willst diesen Ort nicht zerstören. Verdammt, hier in diesem Wiesenbiom sieht man die Creeper so schlecht. Deswegen hab ich mich gerade erschrocken. Jetzt habe ich ein bisschen Schiss gerade, muss ich zugeben. Der verdammte Creeper. Da liegt ein Apfel! Das ist das erste Mal, dass ich ein Skelett gekillt habe, bevor es mir Schaden zufügt. Alter, was geht denn hier ab? Ich sollte nicht so viel rennen, da kriegt man mehr Hunger. Aber egal, ich habe gerade so einen Bock drauf. Monster Hunting. Monster Hunter Freedom 2. Wieder ein bisschen leise. Jetzt, ich hoffe, man hört jetzt was. Ich glaube, die Musik war jetzt ein bisschen leise jetzt momentan gewesen. Wir müssen unser Heimatland verteidigen vor den Monstern. Ich muss in Bedrängnis setzen. Ich glaube, ich gehe jetzt mal nach unten zu den Creepern hin. Wo immer wir auch sind. Die Zombies und Skelette kommen immer, sind immer da, wo wir gerade sind. Und Spinne! Oh Gott! Ihr könnt mich nicht mehr erschrecken. Ich bin abgehärtet von euch. Verdammt. Im Wasser können sie nicht brennen. Ah, oh, verdammt. Okay, das war ein Double Fail. Im Wasser können sie nicht brennen. Verpisst euch von meinem Heimatland. Und schon greifen sie uns wieder an. Und zerstören die Landschaft. Und zerstören die Landschaft. Verdammt. Du kannst mich nicht vertreiben. Ich bleibe hier für ewig. Für ewig und immer. Ein ganzes Leben lang. Mein ganzes Leben lang bleibe ich hier. Ich lasse mich nicht mehr von euch vertreiben. So, jetzt haben wir Erfahrungsstufe 2 inzwischen. Mich wundert, dass wir noch keine Zombies gefunden haben, die eine Rüstung tragen. Aber wir haben einen Zombie erwischt, der eine Kartoffel gedroppt hat. Ein Dorfbewohner! Aua. Und es wird Tag, es wird Tag, endlich wird es Tag, wir bauen unser Dorf jetzt dann auf, bald bauen wir unser Dorf auf, eine große Stadt hier in diesem Wiesenbiom bauen wir uns auf, eine große Stadt bauen wir uns auf. Das ist der Anfang einer großen Stadt, die aufgebaut werden wird. Das ist der Anfang vom Ende. Ich esse dieses verrottete Fleisch einfach mal so und ich habe Hunger. Aber das interessiert mich nicht, denn ich jetzt baue mein Haus auf. Jetzt baue ich mein Haus auf. Da brennt ein Skelett bei uns im Haus. Aber es kann es nicht in Brand setzen, denn es geht nicht. Jetzt wagen wir uns nach oben. Ich hoffe, da ist kein Creeper. Gut, wir haben uns Fuß gefasst. Auf diesem Weg zu diesem... Ach scheiße, ich rede hier gerade nur Scheiße, aber ist mir egal. Hauptsache es passt zu dieser Musik.
Jetzt bauen wir unser Zuhause neu auf. Erstmal brauchen wir ein bisschen Holz. Holz, wo ist Holz? Ich brauch ne Axt, ich brauch ne Axt. Ich habe eine Idee, Leute. Eine göttliche Idee. Na gut, göttlich ist es nicht gerade, aber es ist eine Idee. Zunächst brauchen wir natürlich brauchen wir zunächst Nahrung. Das ist das Wichtigste. Ich möchte keine Tiere töten. Habe ich mir vorgenommen. Das heißt, wir müssen auf Weizen zurückgreifen. Das Problem ist, wir brauchen einen Eimer für Weizen. Ne, brauchen wir nicht. Wir können es auch einfach am Wasser hinbauen. Na egal, aber trotzdem, ich möchte im nächsten Part jetzt hat diese eine Höhle erkunden, die wir da gefunden haben. So, ich werde diese Sachen mitnehmen. Hier noch ein paar Spitzhacken noch, genau, hier ein Ersatzschwert. So, ich stelle mir jetzt vor die Höhle, dann beende ich die Aufnahmesession und dann geht's im nächsten Part, beziehungsweise in der nächsten Aufnahmesession, weiter mit einer Höhlenerkundung endlich mal wieder. Ich hoffe, die Höhle ist groß genug, um sie zu erforschen. So, die letzten Parts waren zwar ein bisschen chaotisch, aber es hat sich gelohnt. Wir haben jetzt diesen schönen Ort am Dschungel erreicht und im nächsten Part erkunden wir die Höhle. Also, nicht verpassen. Bis zum nächsten Part, Leute. Ciao. Oh Gott, das war ein totales Schwules. Ciao. Okay, bis zum nächsten Part. Ciao.